bleiben ja schon nicht bei den Ich frage Inhalten. mich an dieser Stelle wirklich häufiger, ob das fehlende Selbstreflexion ist oder ob Dara das aus strategischen Gründen macht, ob er genau weiß, wie lächerlich das eigentlich wirken muss, aber ob er es trotzdem macht, um so ein Bild aufrechtzuerhalten. Weil wir ja schon versuchen vorauszusehen, wo der nächste in ein paar Monaten ist. Na gut, So, und damit jetzt hast du mal gerade angefangen. hast Wir du können aufhören. versucht, Ja. irgendwie da reinzuschwurbeln in die Holger-Sache, dass ich das gemacht habe, weil mir irgendwie befohlen wurde, das nicht mit dem zu sprechen. Das habe ich nicht gesagt. Du hast mir Ich nicht habe dir die zugehört. Sache doch erklärt, oder? Das habe ich nie gesagt. Du hast mir nicht Was war zugehört. meine Erklärung? Deine Erklärung war, dass du Drohungen gekriegt hast oder Angst vor Drohungen hattest, Drohungen? dass Leute dich. Habe ich Drohungen bekommen? Was ist passiert? Das habe ich dir erklärt. Du hast gesagt, dass andere Das Leute, hast du die Drohungen wiedergegeben, was ich bekommen dir haben, dich auch angeschrieben haben und gesagt haben, rede nicht mit dem. Warum? Weil das auch dir passieren könnte, nehme ich an. Gehe ich davon Was aus. denn? Dass du Drohungen kriegst. Drohungen. So, ich habe dir das erklärt, Erwin. Nein, hast du nicht, Mann. Ich Kannst du habe jetzt doch, machen gerne, wenn Erwin, du doch. willst. Und ich habe das auch Mel erklärt und anderen Personen in deinem Mir hast du Umfeld, was nichts da erklärt. passiert ist. Mir hast du nichts Und erklärt. die Das ist das erste Geschichte Mal, dass sollte ich dich mit dir eigentlich rede. erreicht haben. Ich habe dir das auch öffentlich bei Twitter so Hey, geschrieben. Dara, beantworte mir einfach eine Frage. Ja? Nein, 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 nein. Ich Stefan erkläre dir das jetzt Bartoneck, Stefan nochmal. Bartoneck Pass hat auf. mit Nein, nein, Holger nein, nein. geredet. Stopp, Hat mit Holger stopp. geredet vor 2 Monaten. Was ist ihm passiert? Gar nichts. Gar nichts ist ihm passiert. Nichts. So. Also ich habe mittlerweile auch schon zweimal mit Holger geredet und da passiert einem wirklich nichts. Das ist ein ganz lieber Typ. Der macht wirklich nichts. Echt, Auch hast du nicht, noch wenn ihr keine unterschiedlicher Drohung Meinung bekommen seid. vom Anwalt? Was? Nee. Noch nichts, Also. Drohung vom Anwalt, Drohung aus deiner Community meine ich, so rum war's ja. Ja. Nee. Also es sind einige Leute gekommen in meine YouTube-Kommentare, die dann geschrieben haben, Moment mal, ich finde die NATO doch ganz gut oder auch die Kritik am Öffentlich-Rechtlichen, die sehe ich nicht so fundamental. Oder auch hier werft ihr einige, also Kommentare, die eigentlich sachlich waren, also hatten jetzt meistens nicht die besten Argumente meiner Meinung nach, aber waren sachliche Kommentare, nicht beleidigend, gar nichts. Also das ist eine total normale Community. Ja. Er hat einfach mit Holger Erwin, nochmal. geredet. Schau, ich werde Also. jetzt, pass auf, ich schreibe Nee, nee, morgen nee, nee. Holger an. Ich schreibe morgen Holger an. Ich rede mit Holger, damit du siehst, dass alles okay ist. Okay? Bitte werft im Chat nicht mit irgendwelchen Schlagworten euch und seid freundlich zueinander. Mit Holger? Ja, Was willst du ich werde einfach wieso Holger willst du anschreiben mit. morgen und Nein, werde aber sagen, Holger, wir reden was. einfach miteinander und dann Nee, rede ich mit pass ihm auf, und dann nee, wirst du ich sehen, erkläre es dir jetzt nichts nochmal, passiert. weil anscheinend hast du Probleme mit Leseverstehen. So. Das, was passiert ist, in Wahrheit, ist, dass Menschen mir geschrieben haben, nicht, dass sie bedroht wurden, sondern dass sie umziehen mussten und dass sie verfolgt wurden. So, und die haben mir. Und ihr müsst es mal vorstellen, damals ist Holger noch nicht juristisch gegen diesen Schwachsinn, den Dara sich hier gerade ausgedacht hat, vorgegangen. Das hat er erst ein Jahr später gemacht, als, oder fast nicht ein Jahr, sondern ein paar Monate später, als Dara dabei Impem Talk war und die gleichen Lügen nochmal wiederholt hat. Erst dann ist Holger da juristisch gegen vorgegangen. Obwohl das hier eine ganz klare Verleumdung ist. Persönliche Ist schon Unterlagen abenteuerlich, ne? Also geschickt. zu Die haben sagen, mir dass jemand Anzeigen geschickt. umziehen musste, ja. Ja, wegen Holger Kreimeier, der mit Wahnsinn. seiner. Also jetzt wisst ihr auch, wie darauf die ganzen Rechtsradikalen kommt. Also jemand wie Holger Kreimeier, der ist da schon ganz tief drin, laut Dara. Also jemand, der viel mittiger geht es eigentlich gar nicht. Die sie rausgeschickt haben, die haben mir die Drohbriefe geschickt. Und das waren sogar teilweise bekannte Persönlichkeiten aus den Medien, mit denen ich vorher noch nie zu tun hatte, Okay. die mir das geschickt haben. Okay. So. Und die haben mich darum gebeten und auch mich gewarnt, lass es. Okay. So. Kannst du dir Also vorstellen, dass ich dekadent. vielleicht. Ist das mittlerweile bekannt, dass das dekadent war? Ich glaube, ich will nichts Falsches Ja, deswegen behaupten, sag lieber aber ich nichts glaube, das war Falsches. damals schon. Nee, nee. Nee, aber ich glaube, das war damals schon. Also bin ich mir relativ sicher, aber egal. Muss man jetzt auch nicht unbedingt. Ist ja eh auch, spielt ja im Grunde, Großen und Ganzen eh keine Rolle. Also ist ja eh Blödsinn, was er redet, ne? Also von daher. Gerade bestätigt jemand im Chat deine Version, Zeller, also. Okay. Reicht,
andere Menschen schützen möchte. Und das nicht für Geld oder für Klicks, sondern einfach, weil ich das für das Richtige halte. Schau mal, ich glaube, dass du dadurch, dass du das Gespräch so knapp abgesagt hast, dich viel unbeliebter gemacht hast, als hättest du mit Holger ganz normal geredet. Ja? Das ist doch scheißegal. Glaubst du, dass ich versuche, Menschen zu schützen, weil ich das für das Richtige halte? Weiß ich nicht. Nein. Nein. Ich glaub's auch nicht. Oder vielleicht, kann sein, ist aber egal. Also solche Lügen verbreitet man doch nicht, wenn man irgendwen schützen will. Also, solche Lügen verbreitet man doch, wenn man Holger canceln will. Ganz einfach. Wenn man jemanden schaden will eher, oder? Ja. Würde ich eher sagen. Ja, dann verbreitet man sowas. Ja, auch aus dem Diskurs ausschließen. Also wenn Holger ja jetzt wirklich eine Community hätte von Rechtsradikalen, die andere Leute zum Umzug zwingen würden, dann wäre das ja schon ein Grund, sich beispielsweise nicht mehr mit ihm zu unterhalten. Also wenn man dann aber Tate, du hast doch auch mit dieser Community zu tun gehabt. Die müssen doch ganz radikale, schlimme Menschenfeinde sein. Ich hatte es gerade schon gesagt, das sind eigentlich ja, ganz normale Menschen. Also ich hatte in meinen Kommentaren eigentlich gar keinen Hass. Also wenn man sich mit diesen Walkisten unterhält, dann ist das viel, viel schlimmer. Also auch, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Leute in meinem Chat gebannt sind. Ich habe ja auch Mods, die Leute bannen können, aber die einzigen Leute, die mir jetzt aktiv einfallen, die ich selbst gebannt habe, sind irgendwelche Walkisten, die beleidigend oder ausfallend geworden sind. Oder einem das ist komisch, ne? Gestellt werden, was man nie gesagt hat. Das ist auch so ein Ding, ne? Es sind immer diese Leute, ne, die komischerweise ausfallend, beleidigend werden und andere herabwerten, ne? Komischerweise sind es immer diese Leute. Ja, und die sind aber vor allem akademisch gebildet. Das heißt, die könnten sich ja distinguiert ausdrücken, wenn sie es wollten. Und die versuchen es ja aber zuerst. Siehst du auch bei ersten vorsichtigeren Unterstellungen, aber irgendwann kommt dann doch das durch, was sie sowieso sagen wollten. Ja, das siehst du auch bei Twitter und so, ne? Die sind immer komplett, immer diese Leute, die diese Grünen und also nicht alle, aber eher diese Grünen und in eine woke Richtung gehen, dann die werden immer so schnell ausfallen, beleidigend und so ja, pöbelnd irgendwie. Das ist irgendwie sehr auffällig. In der Bio, ja. Genau, ja, das ist sehr, ja. Oder vegan, die sind auch ganz schlimm. Die werden auch immer ständig beleidigen, gleich Fascho und genau. Menschenfeinde und sowas. Menschenfreundbefürworter von Demokratie, das sind dann die antidemokratischsten, hetzerischsten Takes raushauen. Ja, das ist wirklich so, ja. Genau. Oder Gegner von Hassrede oder dann irgendwelche Ukraine-Flaggen oder so andere Flaggen, die gerade im Realismus stehen im Profil. Das sind dann immer die I support the current thing. So könnte man das, glaube ich, am besten zusammenfassen. Der Schattenmacher hat da auch mal ein Video zu gemacht, das heißt Twitterismus. Darauf könnte man vielleicht auch mal reagieren. Gerne. Das fasst das Ganze ziemlich gut zusammen. Oh, aber dann wirst du kontaktschuld, ne? Ich habe ja schon mit Marco vom Brotfunk-Podcast hatte ich ja schon häufiger auf den Schattenmacher reagiert auf meinem Zweitkanal, also. Oh, das gibt Ärger. Nicht. Weiß, das kann ich nicht einschätzen. Sag genau, diesen Burkisten dürftest du Karl Marx wahrscheinlich nicht mehr rezipieren, weil das ein weißer alter Mann war. Da dürftest du Karl Schmidt erst recht nicht mehr rezipieren. Machiavelli dürftest du wahrscheinlich auch nicht mehr rezipieren. Du darfst keinen mehr rezipieren, der irgendwann mal was Relevantes geschrieben hat. Also du dürftest dir wahrscheinlich nur neue Woke-Literatur, die von irgendwelchen schwarzen, lesbischen sonst was Leuten da geschrieben wurde. Also das ist absurd, wenn man so anfängt. Da darf man gar nichts mehr kritisch hinterfragen, gar nichts mehr sich durchlesen, was nicht der eigenen Meinung entspricht. Also das endet im Totalitarismus, der viel eingeschränkteren Meinungskorridor, als man in vielen Diktaturen hat. Also selbst dort darf man ja im akademischen Bereich bestimmte Werke rezipieren, die eben nicht der herrschenden Ideologie entsprechen. Einfach weil man sich aktiv damit auseinandersetzt, eben damit man noch die Argumente der anderen Seite kennt. Also ich mach mal ein Beispiel. In China steht Alexis de Tocqueville ganz oben auf der Leseliste. Also der ist da nicht zensiert. Also das war ein französischer Adeliger, der hat über die Demokratie in Amerika geschrieben. Und der hat einige interessante Beobachtungen gemacht, die auch im heutigen China die kommunistische Partei noch relativ stark interessieren. Also selbst Systeme, die wir hier jetzt totalitär, autoritär, was auch immer bezeichnen, selbst die zensieren ja nicht alles weg, was nicht komplett auf Linie ist. Selbst die lassen ja immer noch, zumindest in gewissen Kontexten zu, dass man sich damit auseinandersetzt. Aber laut den Wokisten darf man sich mit gar nichts mehr auseinandersetzen, was irgendwie nicht ihrer Ideologie entspricht.
Also wenn man das zu Ende denkt, so konsequent wenden das die Wokisten natürlich auch selber nicht an. Also das wäre ja komplett irre. Also wie gesagt, dann gäbe es wahrscheinlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen irgendwann nur noch Dara, Naitan und solche Leute. Und ja, Lamberti. Also wer anders dürfte dann da gar nicht mehr auftreten, wenn man das zu Ende denkt. Also diese Ideologie, ihr merkt ja auch, diese Ideologie hat eigentlich kein Ende. Denn das Ende, also wirklich diese Gesamtideologie konsequent durchgesetzt, wäre so totalitär, dass sie in die Nähe der schlimmsten Diktaturen käme, die wir in unserer Geschichte, in der Geschichte hatten. Also da wäre der Meinungsgrund ja so eingeschränkt, du dürftest gar nichts mehr irgendwie gegen diese Ideologie sagen. Wenn dann sie zu Ende denkt. Aber so zu Ende, also wie gesagt, das wird sich so nie umsetzen. Sondern diese Ideologie versucht, diesen Meinungskorridor immer weiter einzuengen und er ist nie eingeengt genug. Das heißt, sie wird immer weiter versuchen, dagegen vorzugehen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass der Wokismus sich halten wird. Deswegen glaube ich, dass es da eine große Gegenreaktion geben wird. Und sind wir jetzt von links gefragt, da eine linke Gegenreaktion zu starten? Da sind wir jetzt von links abzuräumen. Sowas kann am Ende auch nur an sich selber kollabieren, früher oder später, ne, eigentlich. Weil du sagst ja, das ist so blödsinnig. Auch es hat ja auch keinen Halt, ne? Es hat ja auch keinen logischen Halt. Es ist eine Ideologie basierend auf Fühlis und keinen Fakten, sag ich mal, ne? Die Fakten, also diese Ideologie wird früher oder später an der Realität zerbrechen. Und ja, ich denke mal, das ist auch die Aufgabe von normalen denkenden Menschen, dagegen zu halten. Und wie gesagt, ich spreche jetzt nicht unbedingt von den Leuten, die jetzt irgendwie ihre Lebensmodelle, ne, die leben wollen, wie sie wollen. Nein, ich rede ja von den Demagogen, die Nutzen daraus ziehen, sag mal so, ne, die da ihr Geschäft damit verdienen. So, das ist ja das Problem. Das sehe ich ja als Problem, ja. Wir hatten ja letztens darauf schon reagiert. Es gibt von Michael Lüders eine sehr gute Analyse zum Wokismus, die diese Ideologie so ziemlich auseinandernimmt und vor allem ihre Verbindung mit dem Neoliberalismus gut erklärt. Wie gesagt, Mord mit Meinung hat da ja auch was zugemacht. Verdammt. Genau, ja. Ich schreibe so selten mit der Computertastatur, das ist echt schlimm, schlimm. Und wie gesagt, Orst, der Typ hat da auch ein Video zugemacht, auch wissenschaftlich fundiert von so einem Professor. Kann ich auch nur empfehlen an der Stelle. Auch sehr interessant. Das von Ost hatte ich mir tatsächlich immer noch nicht angesehen. Vielleicht reagieren wir da sogar im Stream drauf. Das ist es. Auf dem rechten Weg. Identitätspolitik und Gender-Sternchen. Da hatten wir im Stream schon mal drauf reagiert. Michael Lüders, auch sonst zu empfehlender Kanal. Ist bald bei 60.000 Abonnenten, wenn jetzt noch ein paar da mal reinschauen. Also, wie gesagt, Michael Lüders, schaut euch das gerne an. So.